Ich bin überlegen, das ist alles, was ihr wissen müsst, Oberflächenbewohner. Ja, ich sehe klar, was ihr seid. Es steht wie in großen Buchstaben quer über euren offenen, daliegenden Geist geschrieben. Ihr werdet die Aufgabe erfüllen, die ich von euch verlange, oder eure Identität wird jedem Dorf in der ganzen Stadt starkartig bewusst werden. Habt ihr meine Gedanken verstanden? Gut so. Ich bitte euch, ich befehle euch, eine Gewalttat zu begehen. Ich verlange einen Tod, sodass ich mehr über diesen Ort erfahren kann. Es ist eine einfache, brutale Aufgabe, die besser für euch geeignet ist als für meinen schwächlichen Diener. Quill, sie ist eine Priesterin. Ich möchte über ihren Glauben und ihre Macht lernen, die er ihr schenkt. Ihr Verstand soll mir gehören und ihr werdet ihn mir bringen. Es ist unmöglich für mich, einfach so eine Dwarf-Priesterin zu schleppen. Das wird doch jeder mitbekommen. Ich soll eine Priesterin entführen, sie wird kaum freiwillig mitkommen. Ich könnte diese Aufgabe erfüllen, aber wie soll ich verhindern, dass sie Alarm schlägt? Nehmen wir mal die zwei. Ich benötige sie doch nicht als Ganzes. Wie ich schon gesagt habe, es ist ihr Verstand, den ich benötige. Tötet sie einfach in ihrer Behausung oder ihrem Tempel. Dann schneidet ihr das Gehirn heraus und bringt es zu mir. Dies ist eine Aufgabe, dies ist mein Befehl an euch. Ihr werdet gehorchen oder ich werde eure Identität erhöhen und ihr werdet sterben. Entscheidet euch. Ihr gesteht mir ja nicht gerade viel Handlungsspielraum zu, hm? Nun gut, ich werde tun, was ihr von mir wünscht. Ich werde diese monströse Tat begehen, aber nicht ohne meinen Protest dagegen einzulegen. Ihr besteht also darauf, mich gegen meinen Willen in eure Dienste zu zwingen, damit ich diesen fürchterlichen Auftrag für euch ausführe? Ja, das ist es, was ich mir gedacht habe. Ja, ich will nicht auffliegen, also mache ich mit. Nun gut, ich will tun, wie ihr wünscht. Ihr findet Quills Heim hinter der zweiten Tür von unten aus gesehen im Haus der weiblichen Kämpfer. Schlagt überraschend zu und keiner wird etwas bemerken. Kehrt rasch zu mir zurück. Nun gut. Ja, und hier sind noch mehr versklavte Wesen. Wie Geistertrolle und Erdkolosse und sogar ein Gnoll ist hier eingesperrt. Ich glaube, ich passe nicht mehr zu den Leuten in der Stadt. Ja. Ich bin in die Stadt zurückgekehrt, um Solafin zu treffen. Dabei erfuhren wir von Imare, dass wir gute Arbeit geleistet hatten. Sie informierte uns auch darüber, dass wir uns binnen eines Tages in der Dwarterwelle melden sollen, um Fair zu treffen. Es geht um eine Belohnung. Ein Wesen, das in der Stadt in einem Tank gefangen ist, ein sogenannter Arbolev, kennt offenbar mein Geheimnis. Er hat damit gedroht, die ganze Stadt darüber zu informieren, falls ich mich nicht dazu bereit erkläre, ihm das Gehirn der Priesterin Quill zu beschaffen. Ich habe zugestimmt. Man kann sich im Haus der Kämpferinnen-Gilde finden, und zwar in der zweiten Tür von unten. Wenn ich rasch und gezielt vorgehe, wird die Sache niemand bemerken. Ja. Jetzt aber erstmal das Wichtigere. Also das ist der Arbolev-Tank, das ist der Bazar. Gibt's hier auch einen Händler oder so? Und vor allem, was machen eigentlich Gifts hier? Fort mit euch, Drowning. Widerlich ihr seid und Vibration meines Schiffes ihr stört. Weg. Ha, sprechen eure Sprache. Wenn ihr müsst sprechen zu unserem Kapitän, müsst ihr angeben. Abgeben mit euch ich nicht. Ja, das hier wird das Gefienki-Schiff sein. Hier ist ein Bazar, aber hier ist kein Händler, oder wie? Trennt sich der eigene Weg vom Pfad der Königin und des Hauses, führt er direkt ins Grab. Wolltet ihr Magie sehen, die ich mir angeeignet habe? Ich habe viele magische Gerätschaften, die aus Dwarahan stammen, aber einige, die niederen Rassen genommen wurden, die sie nicht verdienen. Ja, ich werde es mir mal ansehen, was ihr habt. Er hat hauptsächlich Schriftrollen. Deswegen würde er wohl kein Dwarzeug kaufen. Doch, Kettenhemd. Kann ich wenigstens das Kettenhemd mal loswerden. Weil wie gesagt, ich muss alles hier im Untergrund verkaufen, was ich von den Dwau habe. Peinigt mich mit euren Worten, Dwau. Ich weiß, ihr habt nicht die Absicht, meinen Geist aus diesem Gefängnis zu befreien. Ich könnte ihn einfach totschlagen und gut ist. Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht. Vita,
Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen... So, hier kann ich einen Quicksave machen. Vita Mortis Kai. Vita Mortis Kai. Die Pläne der Matriarchen und lebt! Was wagt ihr, närrisches Weibchen? Euer unbeholfener Angriff hat unser Ziel befreit. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Vergebt mir, es war ein Fehlurteil. Ich wollte nicht schaden. Einfaches Unglück. Wie kann es erträglich sein, wenn ich einen Vorteil nicht ausnütze und experimentiere? Es war die Dummheit anderer, die zum Todesstreich führte. Und ich würde es wieder tun. Eure üble Folter muss aufhören. Nehmen wir mal das. Oh ja, aber die anderen stehen in meinem Dienste, während ihr es nicht tut. Außerdem haben sie ihre Angriffe sorgfältig abgemessen, wie die Wochen vor eurer Ankunft deutlich gezeigt haben. Ich denke, dass ein Schadensersatz nötig ist. Mit eurem Kopf kann ich wenig anfangen, aber eine großzügige Spende für die Schatzkammer meines Hauses könnte mich besänftigen. Wie ihr meint, na, habt ihr genügend Münzen, um einem Brutus zu stehlen? Ich habe das Recht, euch auf der Stelle zu töten. Ja, dann, ihr könnt es gern versuchen. Ihr beleidigt mich, erweist mir keinen Respekt. Ja. Lalala. Okay, jetzt hast du uns die ganze Stadt. Das wollten wir nicht. Aber ich wollte es wenigstens mal ausprobieren. Das war ja auch klar, dass du die ganze Stadt hast. Keine große Herausforderung. Vita Mormus. Vita Mormus. Für die Gefallenen. Was passiert, wenn ich ihn nochmal töte? Die Befehle der Matriarchen und lebt. Das war nicht euer Eigentum, das ihr da riskiert habt. Gegen einen gelegentlichen Schlag habe ich nichts einzuwenden, obwohl aber gegen absichtlich zerstörerisches Verhalten gegenüber meinem Eigentum. Ich denke, das ist ein Schadensersatz. Dann werde ich tun, was getan werden muss, um euch zu besänftigen. So, wie ihr solltet. Ich erwarte eine großzügige Spende in meinem Haus. 4000 Goldmünzen. Ja. Der Familienhandel hat damit wenig zu tun. Geht, ich bin fertig mit euch. Das hat wenigstens den Djinn befreit, der mir vielleicht irgendwann mal helfen könnte. Ich habe das halt, hab halt keine Ahnung. Und die 4000, die kann ich verkraften. So, hier ist die Taverne. Da ist Quilles Heim, Gesellschaft weiblicher Kämpfer. Und da geht's nach oben. In den oberen Bereich. Was ist eigentlich hier oben gewesen? Achso, die Sklavenfärche. Imata, befreie deine ergebenden Diener. Befreie uns aus diesem finsteren, kalten Kerker. Noch eine Läufpriesterin. Läuf, die Königin der Spinnen sei gepriesen. Ja, Fanatiker. Noch ein Sklave. So dunkel hier unten. Meine Güte, das ist mein Volk, das ihr hier gefangen habt. Ich fordere, dass ihr uns freilasst. Sogar Kinder. Ich habe nie vorher schwarze Elfen gesehen. Ihr seid so schön. Warum habt ihr uns hergebracht, werte Dame? Ja, die Kinder haben sogar keine Ahnung, was hier abgeht. Es ist einer von den dunklen Schluchzen. Bitte tut mir nicht weh. Mhm. Und da kommen wir halt nicht rein. Ja, das Problem ist, eine ganze Dunkelelfenstadt auszulöschen könnte eine anstrengende Sache werden. Wobei die ganzen Krieger eh nicht da sind. So, jetzt hören wir uns noch an, was die uns zu sagen hat in der Taverne und dann speichern wir. Nun gut. Okay, die Taverne müssen wir hier erstmal aufdecken.
nehme Kalasa, Merinit. Was immer ihr schon wieder. Ah, nun gut. Also ist Veldrin schließlich doch noch eingetroffen, das Weibchen zu begrüßen, das sie so tapfer aus den Klauen der gefräßigen Bestien befreit hat. Ah, ich muss unsichtbar oder an dieser Begegnung unbeteiligt gewesen sein, wie ich sehe. Ich sprach mit Veldrin, Solafin. Sollte ich mit euch reden, dann nur um euch zu befehlen, mir die Stiefel zu küssen. Schluckt eure Verbitterung herunter oder ihr werdet eure Zunge verlieren. Und vergesst den etwas kantigen Ausbruch eures Kommandanten, Veldrin. Und betrachtet dies als eine Zeit der Belohnung und der Freude. Mutter Arthurs war überaus angetan von eurer Leistung. Solafins Fähigkeiten waren ihr durchaus bekannt, aber sie war hoch erfreut zu erfahren, dass ihr ein solch mächtiger Kämpfer seid. Usnata hat Verwendung für Leute eures Schlages, Veldrin. Bei den Trauben übernehmen nur die Stärksten. Ihr könnt euch Sklaven halten, die euch jeden Wunsch vor den Augen ablesen. Junge, so viel ihr wollt und die Gunst verläuft. Wie klingt das? Klingt hervorragend. Und wo ist der Haken? Ich glaube nicht, dass eines eurer Angebote mich reizen könnte. Wo ist der Haken? Der Haken dabei ist, dass ihr diese Gunst verdienen müsst, Veldrin. Gunst und Annehmlichkeiten werden nicht einfach so gewährt. Sie wollen mit Blut und Opfern erworben werden. Warum geht ihr nicht hin und schneidet ihr jetzt das Herz heraus, Fair? Ihr werdet das letztendlich doch wollen, nicht wahr? Ruhe, nicht alle Dwarven haben vergessen, dass eine Belohnung es schon mal wert sein kann, einen Teil von sich selbst herzugeben. Oder alles. Ihr tätet gut daran, diese Lektion neu zu erlernen. Da wir gesehen haben, zu welchen Leistungen ihr in der Lage seid, sollt ihr und Solafin mit einer weiteren Aufgabe betraut werden zum Ruhe Lolfs. Wir treffen uns auf der Stadtplattform weit weg von neugierigen Ohren, aber nicht zu weit weg. Geht und amüsiert euch in der Zwischenzeit. Ich werde rechtzeitig da sein. Wir werden uns in wenigen Tagen auf der Plattform wiedersehen. Das ist ein Befehl der Mutter Oberin und so wird es geschehen. Okay. Ich tue, was ich tun muss, wenn ich es tun muss. Was gibt es hier? Merkt euch das gut. Was es hier gibt, Vedrin, ich möchte nichts lieber, als in Ruhe gelassen zu werden. Und deshalb der Gewalt dieser Despana-Hexe zu sein. Was läuft denn zwischen Fair und euch? Darüber möchte ich lieber nicht reden, Vedrin. Mit euch nicht und mit niemandem sonst. Es muss reichen, wenn ich euch sage, dass mit Fair und dem Hause Despana früher mal ein paar Dinge gelaufen sind. Aufgrund meiner Verbindung können sie sich aber nicht gebührend rächen. Was ist hier zu tun? Wisst ihr irgendetwas über Drachen in dieser Höhle? Hä? Drachen? Drachenarten findet ihr die überall im Unterreich, Veldrin. Wie ihr sicherlich genau wisst. Manche treiben sich auch hier bei uns herum, wenn es ihnen gefällt. Aber in der näheren Umgebung von Usnata muss ich sagen, nein, hier gibt es nur ganz wenige drachenartige Wesen. Die ganz gefährlichen wurden vor langer Zeit vertrieben. Das heißt, es gibt einen uralten Drachen aus Silber, der die alten Durchgänge zur Oberwelt bewacht, wo unsere verhassten Verwandten leben. Vielleicht sind die Legenden wahr. Was gibt es hier zu tun? Es gibt viele Arten der Unterhaltung, mit denen auch die grausamsten und lüstersten unter uns befriedigt werden. Ich bin sicher, ihr werdet etwas finden. Ich für meinen Teil bin daran kaum interessiert. Ja. Dann gehe ich mal, wie ihr wollt. Was hat sie noch zu sagen? Ihr schon wieder. Habt ihr irgendetwas auf dem Herzen, Veldrin? In welchem Verhältnis steht ihr zu Solafin? Habt ihr auch ihm diese Frage gestellt? Meine Antwort könnte eine völlig andere sein. Nur so viel. Solafin ist viel zu schwach, als dass er meinen Respekt verdient hätte. Die Motoroberin hätte ihn für seine Frechheit längst im Tempel geopfert, doch er steht mit einem mächtigen Haus im Bunde. Also läuft dieses selbstherrliche Mädchen noch frei herum. Aber die Geschicke wenden sich, Veldrin. Geschicke wenden sich immer. Was könnt ihr mir über die Motoroberin und ihr Haus erzählen? Das Haus des Pana existiert nicht nur in Usnata, Veldrin. Über unser Haus hier regiert Mutter Ardulen. Sie steht am höchsten in Lolfs Gunst. Ich habe viele jüngere Schwestern, die alle auf meine Position schielen. Die fähigsten von ihnen, die eine war jünger, die andere älter, habe ich vergiftet und bei erster bester Gelegenheit ermordet. Jetzt bin ich die älteste und stärkste von Ardulas Töchtern. Und wenn sie schwach genug ist, werde ich sie töten und selbst die Mutter Oberin unseres Hauses sein. Klingt das sehr, die äußerst ehrgeizig wäre. Schon bald wird das Glück das Haus des Pana über alle anderen Häuser in Usnata erheben und ich werde Mutter Oberin von Lolfs Günstlingen sein. Bleibt immer in meiner Nähe. Warum? Was soll denn so bald geschehen? Ihr werdet schon sehen, wenn ihr im vorausgesetzt, ihr seid intelligent genug. Ja, sagt mir, wisst ihr etwas über Drachen? Drachen vielleicht, warum fragt ihr? Ich will nur sicher gehen, dass wir keinem begegnen. In den Tavernen erzählt man sich von einem Silberdrachen, der die Dwau ausplündert. Ah, solche Erzählungen solltet euch nicht mehr schrecken, Veldrin. Dieses Wesen ist keine Bedrohung mehr für uns. Warum seid ihr euch da sicher? Neugier ist eine
Armselige Angewohnheit eines Dieners vertrieben. Behaltet eure Fragen vorerst für euch. Ihr werdet zu gegebener Zeit Antwort auf all eure Fragen erhalten. Ich verstehe, ich mache mich auf den Weg. Gut, wir können uns jetzt hier in der Taverne noch mit den Leuten unterhalten. Also hier sind ja ein paar. Eigentlich jeder hier hat einen Namen, wenn man es so sieht. Und auch hier steht jemand rum. Ach, der Wirt. Trennt sich der eigene Weg vom Vater Königin und des Hauses, führt er direkt ins Grab. Nee, mit dem rede ich jetzt nicht, noch nicht. Ich gucke mir nur alle Räume an. Das ist verschlossen, okay. Gut, das heißt speichern. Das ist jetzt dann LP043. Und dann mache ich hier einen Cut. Also, bis gleich.